ein. Ihr Wicht stellt sich ein, wenn wir nur tief zusammenrücken. Die Kraft unserer Wurzeln werden sie nicht unterdrücken. Macht euch keine Sorgen, Gewinn liegt in der Mitte. Denn die Wege, die nach innen führen, öffnen neue Blicke für das Wesentliche zwischen dem Schein der Illusion. Abstand von der Welt um dich wird reichlich belohnt, sodass du frisch wiederkommst. Denn einzig groß, von Zweifeln verschont, im Dienst an größerer Sache. Und ich weiß, wir haben schon vieles gesehen auf der Suche nach unserer Freiheit. Du siehst und du kennst deinen Weg, also frag dich nicht, ob du dabei bleibst. Lerne vom Leben, ergründe dich selbst, du bekommst dein Stückchen Weisheit. Nutze die Gabe, die du in den Händen hältst, und wir finden den Weg aus der Eiszeit. Ich schaue mir die Welt an, versink in der Dramatik. Nur allzu offensichtlich fühlt es sich an guter Statik. Fehlgeleitet auf dem Massen voll Taten, Hang in den Wahnsinn. Frage nach dem Staat, eine Verblendung, alte Bahn bricht statt Macht zum Suchen nach Gemeinschaft und Wahrheit. Wo ist die Religion als Weg von Gleichheit und Klarheit, ohne dass sie die Menschen spaltet, in Unwissen in den Wahn treibt? Friedensphilosophie als Basis unseres Daseins. Frag, wie kann es denn wahr sein, dass wir Wissen zwar haben, doch die Augen verschließen vor diesen wichtigsten Fragen? Will im Inneren graben, was ich finde, was tragen. Frag, was soll ich mit Dogmen, die das ergründen, begraben? Und ich weiß, wir haben schon vieles gesehen auf der Suche nach unserer Freiheit. Du siehst und du kennst deinen Weg, also frag dich nicht, ob du dabei bleibst. Lerne vom Leben, ergründe dich selbst, du bekommst ein Stückchen Weisheit. Nutze die Gabe, die du in den Händen hältst. Wir finden den Weg aus der Eiszeit. Dinge, die im Weg stehen, sind nur in Einfalt Hindernisse. Denn nur wie du den Weg siehst, formt die leichten und die schweren Schritte. Wir sind reich, doch sehen es nicht. Beherrsche die Begierden, wie einfach dann das Leben ist es wesentlich. Drum rede ich von Dingen, die jeder wissen könnte. Scheint Licht unter jedem Stück gewitter Wolke. Gleiches gilt für dich, kannst den Dingen das Gewicht zu deuten. Glaub mir, es gibt Freude, Erwartung loszulassen. Leichtigkeit kehrt ein, anstatt dass Zwänge dich packen. Du musst gar nichts machen, sie müssen verdammt lachen. Die Kunst zu erschaffen und es als leicht zu empfinden, kann dir inneren Frieden geben und vieles verbinden. Uns krank, reicht die Hand durch diese Wand, hoffe dort bin zu erreichen. Ja, ich kenne den Zustand, statt der Erfüllung kurz zum Scheitern. Ich weiß, wir haben schon vieles gesehen auf der Suche nach unserer Freiheit. Du siehst und du kennst deinen Weg, also frag dich nicht, ob du dabei bleibst. Lerne vom Leben, ergründe dich selbst, du bekommst ein Stückchen Weisheit. Nutze die Gabe, die du in den Händen hältst, und wir finden den Weg aus der Eis. Sorry. Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben.